Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der WWE 2K19 Karriere. Ja, an dieser Stelle erstmal an euch alle fröhliche Weihnachten. Genießt die Zeit heute schön mit euren Familien. Lasst es euch gut gehen. Haut richtig rein beim Weihnachtsdinner, je nachdem, was es bei euch auf jeden Fall auch zu essen gibt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bei mir gibt es heute, glaube ich, dann Hähnchenfleisch mit Knödeln oder so. Keine Ahnung. Eventuell. Also es kommt darauf an, wie viele Leute kommen. Tendenz ist eigentlich dazu da, dass es Burger geben wird. Selbstgemachte Burger, aber jetzt haben sich noch kurzfristig andere Leute angekündigt. Deswegen kann es sein, dass sich das mit den Burgern verschiebt. Weil man kann ja, wenn du so an Weihnachten allein bist, Burger geht ja auf jeden Fall. Aber, keine Ahnung, wenn da noch so ein bisschen Familie noch vor der Tür steht, ist das etwas, zu wenig meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir stürzen uns dann jetzt mal in die heutige Karrierefolge. Aktuelle Tendenz natürlich Dean Ambrose. Wir quatschen aber erstmal mit Kurt Angle. Ein Intercontinental Championship Single Match gegen... Oh, Mr. McMahon will das höchstpersönlich gegen Mojo Rawley. Der muss auf jeden Fall gepusht werden. Ist jetzt uninteressant. Wir quatschen mal mit Dean Ambrose, was er für uns hat. Ein Backstage Brawl wird das wahrscheinlich wieder sein. Wobei, eigentlich ist es doch interessanter, weil den Rest finde ich doof. Hey, komm, wir machen den Backstage Brawl mit Dean Ambrose. Dann sehen wir auf jeden Fall mindestens zwei Sachen, Leute. So, da habe ich mich mal schön verschätzt. Es ist ein Steel Cage Match hier bei Raw. Finde ich super. Ich dachte wirklich, das ist einfach nur so ein ganz normaler Backstage Fight wieder gegen Dean Ambrose. Da werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal hier wieder den Einzug von Hank von Valor, der finnischen Intercontinental Championship Maschine, reinziehen. Was ich ja irgendwie doof finde, dass dieser Titel so durch den Mantel von ihm durchglitscht, obwohl die Bludgeon Brothers, wenn die diesen Mantel anhaben und haben die Tag Team Gürtel an, dann ist das ja auch nicht so am Rumglitschen. Aber nur an einer Stelle. Wahrscheinlich ist dieser Gürtel oder diese Jacke oder der Mantel, wie auch immer, exklusiv auf den Tag Team Gürtel ausgerichtet. So. Okay, da haben wir wieder das Schöne, wie bei WWE 2K18. Wenn man Champion ist, ist das Feuerwerk weg. Also, finde ich geil, 2K, dass ihr es immer noch nicht auf die Kette bekommen habt, wenn man Champion ist, dass die Anpassungen an dem erweiterten Einzug übernommen werden. Aber hey, warum auch? Ich meine, wir sind erst im Jahr 2018, fast 2019. Es dauert halt noch, das ist eine Entwicklung. Ich meine, so ein Titel, der frisst natürlich ordentlich Ressourcen. Da kann man nicht erwarten, dass dann das Feuerwerk noch läuft. So, Dean Ambrose auf jeden Fall auf dem Weg zum Ring. Dödeldöd, dödeldöd. Ohne die Sirenen. So, Lunatic Fringe. Ich muss mal Dean Ambrose eine E-Mail schreiben oder bei Twitter, je nachdem wo er ist, wo er diese Hose her hat. Ich finde diesen dunklen Hosenfarbton verdammt cool. Na gut, dann legen wir mal los in diesem Steel Cage Match. Werden wir mal wieder hier ein bisschen gucken, was Hank von Pinsel heute für eine brachiale Leistung hinzaubern kann. Ich gucke gerade übrigens mal jetzt hier, damit ihr mal seht, was hier so die Einstellungen sind, die ich gemacht habe, die Gameplay-Einstellungen. Kann man das? Nee, kann man gar nicht. Schade, man kann gar nicht die Gameplay-Einstellung, die ich hier habe, zeigen. Matchregeln vielleicht? Nö. Weil dann hätte ich euch mal zeigen können, dass ich jetzt wirklich so langsam auf dem höchsten spiele, was möglich ist und trotzdem hier eine unbesiegbare Maschine bin. Aber ich glaube, das liegt doch ein bisschen an Hank. Ist halt nicht so eine Pflaume wie Evo2K. Ohne Mist, wenn ich Hank im Dunkeln begegnen würde, der könnte mir direkt mal hier eine gute Nachtgeschichte erzählen. So mal Hänsel und Gretel. Ich finde, der ist ja der Typ für. We want to walk with von Valo. So, ein bisschen wieder die Backen hier beraffen. Ach, verdammt. Sag mal Ambrose, ich glaube bei dir piept's.
So, was haben wir denn hier jetzt eigentlich? Was ist eigentlich hier ohne irgendeine Taste drücken? Ist das... Okay, das ist der... Nee, das ist der Superplex. Wäre auch dieses Rätsel gelöst. Das Lustige ist ja jetzt, ich wurde ja eine Zeit lang von der Community kritisiert. So wie ich spiele, wäre das ja kein Wunder, dass die Gegner immer kontern würden. Jetzt ist es schon kaum noch so, dass ich da am Treten bin und trotzdem bin ich hier nur am Gewinnen. So, Signature wäre da. Jetzt müssen wir ihm nur einen Dings wegnehmen. Okay, hat geklappt. Oh, er nimmt den Konter tatsächlich. Scheiße. So. Schoolboy Superkick. Boom. Und Ambrose hat das Comeback. So, einmal den F5 hier reingehauen. Aber er braucht noch ein bisschen Körperzustand hier. Ein bisschen Rot fehlt hier noch. Der würde jetzt sowieso noch rauskommen. Was denn jetzt? Widerstand oder was? Warum zur Hölle hat er eigentlich zwei Konter? So, Signature wäre schon wieder möglich. Oberkörper von ihm ist rot. Boom. Habe ich irgendwie so einen Oh my God Move eigentlich? Nö. Dunkle Mutti! So, ich denke mal, jetzt können wir mal unseren Weg nach draußen machen. Oh nein, der kommt. Tschüss! Tja, Dean Ambrose. Mach es gut. War nett mit dir. Huyaka. So Leute, jetzt haben wir zumindest dieses Match gehabt, was irgendwie doch kürzer ging, als ich dachte. Ich schätze, wir machen es so, weil heute der erste Weihnachtsfeiertag ist. Ich habe mich eben vertan bei meiner Ankündigung. Wir hatten ja schon Heiligabend. Wir hauen noch ein Video. Wir machen noch einen Gegner hier heute. Vielleicht gibt es noch einen Backstage-Fight. So. Sehr schön. Da hinten steht Drew McIntyre. Gucken wir erstmal, was Kurt Angle von uns zu sagen hat. Oder zu uns zu sagen hat. Ein großes Hauptevent. Ich dachte, stellt sich Chad Gable. Sache so ist ein Last Man Standing Match. Nö, dann quatsche ich lieber mit Drew McIntyre. Komm, Drew. Komm her, Hank ist heiß. So, da ist der Backstage-Fight hier gegen Drew McIntyre. Komm, zieh dem eine. Jawohl. Das wird gekontert. Ne, wird's nicht. Ich bin begeistert. Oh, da ist der erste Reversal. So, ich gehe jetzt mal hinten in den Bereich, wo die Autos sind. Auf den Parkplatz. Damit finde ich mal hier vorne das Match beenden. Ich werde mir aber den Stuhl hier mitnehmen.
wenn ich mich gleich hinsetzen will oder so. Hilfe! Oh scheiße, ich Idiot, bin gegen den anderen Stuhl gelaufen. Egal. So, komm her, McIntyre. Komm. Ach, verdammt, Konter. Wie er einfach nichts macht. Was werde ich diesen brutalen... Wieso kann man den nicht nehmen? Man konnte die doch... Ah, da. Eieieiei, das sind Schmerzen. Ach, verdammt. Das ist natürlich ärgerlich, Herr McIntyre. Ach Mann, jetzt kontert er alles. Aber jetzt konnte ich auch alles. Was kann man eigentlich da hinten machen bei dem Teil? Das habe ich mich schon in 2K18 immer gefragt. Kann man da hochklettern? Oh, kann man ja wirklich. Jawohl, immer noch getroffen. Ich habe mir zwar jetzt ein das Rückgrat gebrochen, aber... Oh, er kontert wieder. Immer, dass die Irish Whips hier so einfach gekontert werden, ist doch lachhaft. So, Drew. Nein, scheiße. Weil ich jetzt sogar noch Glück hatte, dass er das nicht gekontert hat. Oh. Kann ich so weit springen? Nö. Komm her, Drew McIntyre, steh auf, ich will auf dich springen. Wieso kann ich ihn nicht schlagen? Was kann ich überhaupt hier oben machen dann? Oh, jetzt. Er macht nichts, der Idiot. Ach, scheiße. Steh auf, Hank. Na toll, das ging ihm überhaupt nicht gut. So. Komm, dann gehen wir nochmal da hinten hin. Muss ja aber bei dem Backstage-Brawl was bieten, nicht, dass den Leuten zu langweilig wird. Ich meine, die Karriere, die fesselt ja sowieso schon so krass. Scheiße. Nein! Oh, schleudert mich doch nicht wieder weg da. Ich will da hinten hin. Boah! Nein! Das ist nicht gut. Ich kann nicht kontern. Lauf, Hank! Oh, jawohl. Oh, er kann auch nicht kontern. Das sehe ich jetzt erst. Wie geht das mal mit dem Gabelstapler da hinten? Heb ihn auf, er hebt ihn nicht auf. Er glitscht hier fest. Na, dann gehen wir halt da hoch. Komm, Drew McIntyre. Komm schön die Treppe hoch. Kann ich hier oben eigentlich rennen? Nö. Tschüss.
Jawohl! Ha! Was ein Ende! Das sah doch mal gut aus. Ja, Wahnsinn. Ein 3,5 Sterne Backstage-Fight. Ich bin begeistert. Noch nie so einen tollen Backstage-Fight gehabt. Ja, Leute, und damit sind wir am Ende angekommen. Und ich denke, da wir ihn schon auf dem Bildschirm sehen, TLC ist das auch ein perfektes Ende für die heutige Folge. Ich würde sagen, ich bedanke mich mal wieder dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag natürlich und eine schöne Zeit mit eurer Familie. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne in meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, täglich 12 Uhr eine neue Folge der Karriere, 14 Uhr Road to Glory, was ich persönlich momentan am interessantesten finde, und um 16 Uhr das Community-Universe, das Evoverse. Ja, lasst mir gerne mal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich nochmal fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.